Sitzdorf, ne? Mhm. Ach. Was? Wir haben uns so mäßig gedacht. Naja, auf jeden Fall nett, ja. Und die andere hat er eben so... 3, 2, 1. So! Hey. Ich hab eine Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu... zur Festung von Sterben. Und das auch. Und da oben ist der Fister. Der geht mir jetzt schon auf die Eier. Ja, das ist ein bisschen hektisch. Halt, naja, du kennst ja die kleinen Fallen, das ist ja schon nicht so toll. Oh, man kommt hier nicht mehr raus. Das ist geil. Okay, das war schon mal super. Boah, fast schade. Das wäre natürlich am besten. Oh, der wird ziemlich gefistet. Das sah schon mal toll aus. Ja. Ja, ich weiß ja schon mal Bescheid, dass das ein bisschen hier eine Zeitbombe im Zimmer. Ja. Er wird davon ein armer Muss im Schwanz. Ja, und außerdem ist der Sein Schwanz also. Ist der Schwanz so tief, dass du ihn nicht triffst, aber der Kopf ist so hoch, dass du ihn treffen kannst. Ich treffe ihn nicht. Siehst du da? Der Kopf ist so hoch, dass du ihn von da treffen kannst, aber der Schwanz nicht. Das mal eine Bombe rein. Ich glaube nicht, dass die so weit fliegen. Ja, dann springst du auch hier runter, das macht voll Sinn, Mann. Du springst ja jetzt hier einmal runter, dann bist du tiefer. Du kannst nur seinen Kopf treffen von da oben. Ding, ey. Mhm. Und du musst seinen Anus treffen. Ja, echt. Oh, ich liebe diese Melodie, ey. Ach komm, das war doch eindeutig. Und schon das mittlere Loch ist, glaube ich, am besten. Genau, das macht am meisten Spaß. Da solltest du nicht nochmal reinfallen. Ja, das wäre nicht so optimal. Und da denke ich mir jetzt schon auf die Eier. Wo mache ich denn Eier, oder? Nach Eiern. Nein, ich will doch nicht. Wieso sollte ich das mal riechen wollen, Mergi? Weil es deine Eier ist. Nicht schlecht. Einmal muss auch der kommen. Ich meine, sie werden alle kommen. Es ist einfach so, irgendwann kommen sie zu. Ich brauche mal kurz ein Kissen unter meinem Rücken. Ah, so. Gleich viel besser, Mann. Tu es. Nee, nicht wieder runter. Tu es. Tu es. Das ist voll leben, also. Ja. Na, was meinst du, fällt er nochmal runter? Mhm. Ja, ne? Mhm. Einmal die Lage auschecken. Mhm. Also der Pfeil und Bogen, der nützt nichts, aber versuch's mal was anderes. Nee, Pfeil und Bogen sind schon nicht schlecht. Ja, der hat ihn die ganze Zeit nicht getroffen, obwohl er direkt auf ihn. Ja, ist nicht schlecht, ne? Nimm doch mal den Drogenpilz auf. Nee, der bringt nichts, den kann ich irgendjemanden den Bomben legen. Ich will keine Bomben verschwenden, die wahrscheinlich irgendwie. Versuch's mal mit dem Boomerang. Oder mit dem Netz. Boomerang. Ja genau, ein Wurmfang mit dem Netz. Das ist ein Riesenwurm. Oder du liest ihm was vor. Oder steckst ihn Ich lass einfach eine Linie frei. Genau, sie stecht ihn zu tun, oder? Da steht er immer, weißt du, da muss ich das mit ihm machen. Geil, damit kann ich ihm auch kein Stück. Tja, er muss seinen Anus mit deinem Schwanz penetrieren. Mit seinem Schwert, sorry, mit deinem Schwert. Ja. Du musst ihn mit deinem Schwanz penetrieren. Magic hat's gesagt. Ja, oh, das war ein Treffer sogar. Nein, du musst einen Anus mit dem Schwanz penetrieren, das ist völlig normal. Mehr oder weniger. Beim Bohren. Wow. Jetzt hast du ihn doch schon fast. Also, ne? Muss man nur dreimal treffen eigentlich. Wäre so der Klassiker, ne? Er ist wieder voll angepasst. Das war's halt voll für den Hinblick, wenn wir zusehen. Oh, wird noch schneller. Weil er sie hat. So, wer hatte gesagt, ich falle nochmal runter? Naja, das habe ich wirklich extra gesagt. Ah, alles klar. Colin? Das Ding ist schon wieder... Was ist deine billige Ausrede? Oh, ich hab's wieder gemacht. Du hast das schon wieder so gemacht, wie ich es so überhaupt nicht machen will. Das ist echt witzig, ey. Ja, da hat eine andere Spielweise, ne? Das ist so... Brachte der Boomerang da überhaupt was? Hätte ich ihn damit treffen können? Nö, der Boomerang nicht gebracht. Pfeil und Bogen? Nö. You want the pendant of wisdom? With this you have collected all three pendants. Go now to the Lost of Woods to get the Master's Word.
Wie hast du den dann gemacht? Einfach mit dem Schwert draufknüppeln, so, aber nicht so mit dem Laufen, auch mit. Ich hätte ihn einfach aufgeladen, einfach aufladen und dann ziehe ich ja immer mehr ab bei denen. Und dann ja, nee, ich wieder mit geknechtet. Aber so wie ich das gerade gesehen habe, hat dieser Laufsprung sogar mehr abgezogen als ein normaler Schwerthieb. Und du warst weil der sonst Weltschläger eigentlich braucht. Und du warst sogar so ein bisschen Erinnerung. Und besiegbar, während du ihn angelangt hast. Deswegen konnte ich schön durch ihn durchrennen mal. Falsche Tür war das, glaube ich. Ja, das war das falsche. Nee, nee, du warst nicht unbesiegbar, nur der Schwanzteil, der macht nee, nichts mein, groß. Was als er durchgerannt war, war Link unbesiegbar. Achso, meinst du, wenn er gegen eine Mauer dann und dann in diesen Fallmodus da kommt? Bin ich falsch. Passiert erstmal nichts. Er konnte auch einfach durch ihn durchrennen. Ja. Ja, aber der Kopf war dann, da durfte nicht ran. Ich glaube, es gibt auch ein einfacher. Ich bin gespannt, wo du nächsten gehen. Scheiße, hier kommt man, ja. Genau. Scheiße, jetzt braucht noch am Arsch. Ich muss doch das andere Ding nehmen. Ich dachte, vielleicht schaffe ich es doch hier durch. Was war das denn? Er fällt da rein und kommt durch die Treppe wieder. Magie, Magie. Das ist echt Magie. Mit Magie. Magic macht das. Naja, dein Magic Meter ist voll. Also hast du gut Spaß beim Kopf. Ja, hab ich immer. Und die Steine sind zu hart unfair, ne? Und grün, was ist da los? Das sind Popel. Ja, das habe ich schon raus. Das ist so. Ich laufe da auch noch voll rein. Aber gleich piep ich wieder, ne? Dann krieg ich schon wieder hier eine Krise. Komm, wenn ich schlag, ich kann einfach so. Weil ich es kann. Und in 10 Minuten geht der Eieruhrwecker los. Was für ein Eieruhr? Achso. In 10 Minuten geht der los. Ja, haben wir noch 10 Minuten Folge. Und wenn es der Gegner nicht macht, dann macht es die Ledermosse. Ja. Hier ist auch Ledermosse, du darfst hier nicht halten. Ja, das darf gehen, Mann. Ledermosse. Halte ich eigentlich die Biene in deinem Glas, wenn du tot bist? Nee, die sticht mich und tötet mich. Du bist dann doppelt tot. Mhm. Yeah. Und Steffen. Ja. Glaub mal. Ja, ich weiß. Das ist wow. Das war knapp. Ein Ausgang, Licht am Ende des Tunnels. Dein Leben ist nochmal an dir vorbeigezogen. Einfach weil es kann. Was? Achso. Ab in die Woods. Und da, Mashi, wir haben dir von denen berichtet. Ja. Das ist ihr gigantisches. Ihr Schwanz ist zusammengewachsen. Ja, und jetzt rein sie damit in den Raum. Boah, wie viel hast du denn? 610, oder? Geht ja was, ne? Ja, ich würde es einfach mal austesten. Und dann die gleiche Truhe am besten. Ha! Die ich ihm gegeben habe. Boah, bam! So. Hey, ist das ja schon das Meisterschwert oder was? Ja, das ist das Meisterschwert. So unspektakulär, man geht doch hin. Ja, ich hab es. Oh, ist das kaputt. Schmeiß weg. Kann da auch was anderes drin sein? Ich würde auch nicht mit, ein Jahr. Ich würde nicht mit der mittleren anfangen. Nehme ich mal die mittlere. Oh, 300 Rubine. Passt doch, ne? Ja, lass noch deine 300 wieder. Ja. Man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Also du hast 100 bezahlt, hast 300 zurückgegeben. Ja, so sieht's aus. Ja, Stefan hat dreimal 100 bezahlt und immer nur einen zurückbekommen. Ja. Ja. Mal den Pilz hier. Du nimmst auch jeden Dreckspilz mit. Ja, klar. Der nach verrotteten Früchten schmeckt. Riecht. Der hat ihn noch nicht probiert. Irgendwer kann es schon gebrauchen. Bestimmt. Ja. Ja, Mongo-Wald. Wo ist das? Vielleicht noch dein Freund. Ach wieder. Ja, außerdem, ich hab noch Smash Football. Das war random im Wohnzimmer in der Schublade. Oh, nicht schlecht. Und da voll die Freaks hier. Ja, ne? In deinem Zimmer, oder? Ja, da auch. Also, fliegende Anhänger machen wir immer Angst. Immer Fresser halten, ne? Ja. Oh, das ist cool. Na, ist das safe.
suddenly Sahara Strahler contacts you telepathically. Sehr schön. Weiter? Ja, weiter, los. Cobest? Cobest? Habt ihr Cobest gesagt? Cobest, ein bisschen lauter lesen. Cobest! It is extraordinary that you won the Master Sword that makes evil retreat. Pum pum pum, dot dot dot. With his shining sword, I believe you can deflect the wizard's evil powers. The destiny of this land is in your hand. Und Link muss, und Zelda muss da die ganze Zeit so stehen. Please. Jetzt hätte ich fast Link gesagt. Cobest. Was heißt das? Okay. Cobest. Na, was könnte das heißen? Was könnte das heißen? Boah, habe ich jetzt hier, kann ich jetzt die Tiere abschlachten? Nee. Das Meisterschwert ist nicht so mächtig. Kann ich jetzt vielleicht den Pisser da unten killen? Und Cobest, help! The soldiers are coming to sanctuary! Ja. Das wollte ich mal machen, ich hatte ihn schon vor, das nehmen wir wieder klar. Warum? Und alles ist wieder hell und cool und ja, wir warum ist das Team, anstatt diese mächtige Gewaltteam, die ich früher eigentlich immer voll geil fand und schade fand, dass die weg war da. Aber so ist es voll geil aus jetzt auch. Das ist einfach ein geiler Effekt gebracht, weil es mal einfach komplett. Und alle Lichtscheindinger, die durch die Blätterkronen durchkommen, geil, sehen alle gleich aus. Ja man, die sehen voll cool ja, aus. Das sind ja auch alles dieselben Bäume. Das ist eine Lightmap. Die brauchen gar nicht unterschiedliche, das eine reicht, um es heftig geil aussehen. Mit einem Busch getötet. Nee, der lebt noch, wie du siehst. Guck mal, der Klang. Mächtig. Schlag mal gegen den Schwanz. Sehr schön. Der ist selbst das Master Sword zu retten. Ja, muss man sagen. Ja, sie haben Doppelgegner aus. Ja. Worauf stehst du, ne? Die Bundeswehr ist ein bisschen Einschlag und du siehst du mal Master Sport. Ja, sie Master. Sport. Ich kann aber immer noch nicht übers Wasser laufen. Man kann damit böse Vögel töten. Der war cool, ne? Jetzt habe ich da oben das Ding liegen lassen. Schöne Sache. Da wollte ich nur die Richtung ändern. Das Ding ist, du kannst ja jetzt Kobes. So geht's natürlich auch. Gibst dich einfach dahin und dann liegt er da. Kobes, you're a second too late. A second. I have failed. Zelda, so schulters. Was ist mit mir? Was ist mit uns? Abducted. Abducted, ja. Yeah. They have taken her to the castle. Abducted. You must find her before the wizard works his magic. Please, you are our only hope. Der hat, oh Gott, er despawnt gleich. Nein! Tja, er ist gestorben, ist gleich auch weg. Der böse Wizard hat bestimmt ein Tentakel-Haustierwesen. Hm. Bestimmt. Warum haben alle bösen Wizards immer ein Tentakel-Haustierwesen? Tja. Und das Spiel kommt aus Japan. So produktiv, er schmeißt immer gegen dieselbe Säule. Das war Training grad. Ja, mal sehen, vielleicht geht das kaputt. Das ist gut. Ey, wieso kann ich den nicht abwehren? Ne, den hatte ich aber schon. Du kannst aber in den reinrennen und dann bist du... Oh, so. Fick dich, Schlampe! Ja, so geht's. Fick dich, Delfin! Welcher Delfin? Nein, du kannst aber nicht. Das hast du aber... Ah, aber ich hab ein Herz bekommen. Nachdem du drei verloren hast. Ja, das ist halt ein Opfer, was man bringen muss. Genau, Chicken Wings von eBay sind klasse. Menschen von eBay, du Vogel. Tja, sie werden nie wissen, was ich da unten habe. Naja, eBay, ne? Allgemeinbildung, was eBay ist. Und wer kauft sich Chicken Wings bei eBay? Du bist voll verrückt. Naja, nicht das eBay aus dem Internet. Ja, man kann auch, ich bin am Castle von... Nee, hier bin ich richtig verrückt. Man kann auch Okonomiyaki-Soße bei eBay kaufen. Bei Amazon sorry. Ja, da kann man sich auch geilen Chili-Käse-Dip für Tortillas kaufen. Kannst du ja bestimmt aus Glauben dort kaufen? Nee, hab ich schon mal geguckt. weiß ich nicht, glaub ich nicht. Kann ich mir nicht vorstellen. Okay. Ah! Ein zweites Arschloch. Schlecht, das geht in der Arschloch-Counter hoch. Was? Ja, machen wir mal was. Hier hast du den anderen durchgehen eingetroffen. Magie. Der wird Magie, macht das kaum hat Spaß. Ich dachte,
Boah, ich nehme den Hauptgang dann kotzig wie ich bin. Ja, bleibst einfach vor ihm stehen. Ey. Hast die Tür eingetreten, bist reingerannt. Was macht man jetzt eigentlich so mit 927 Smaragden? Du kaufst Boah, hast du das gesehen? Bumerang-Style. Ist das gerade nicht 800? 828. Ja, 800 kann auch sein. Und das sind Rubine, keine Smaragde. Das kannst du ja sehen, ne? Ganz viel kannst du mitmachen sogar. Aber Rubine sind rot. Das sind Rubine. Du bist auch so ein Rubin. Rote Rubine in dem Spiel hier. Ja. Es gibt auch grüne Rubine. Die Leute waren einfach nicht schlau genug, um die alle auseinanderzuhalten. Dann haben wir einfach alle Rubine genommen. Nee, das ist die Währung, da. Ja, was für ein Rubin? Wäre auch schon grün anmals. Bin ich jetzt wieder in B? Nee. Du bist in 1F. Da bin ich gerade. Wie komme ich denn jetzt in B? Oh Gott, das ist so verwirrend. Wie du die Tür runtergehst? Wo runtergehst, was? Du musst ja auch irgendwo hin, wo man runtergehen kann. Da gehst du hoch. Ja, geh ich mal hoch. Jetzt bist du zwei. Yeah. Und tot. Und tot. Ja. Und tot. Oh, ja, ich wollte am Anfang nochmal anfangen. Das Piepen ging mir auf den Sack. Vor allem, ich finde das immer so witzig, wie Link einfach... Alles klar, und da ist das Folgenende. Das ist das Zeichen, dass die Folge zu Ende ist. Deswegen bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich finde das immer so witzig, wie wenn Link tot ist. Bis zum nächsten Mal. Ciao.